Servus! Grüß Gott! Willkommen bei Giftwood. Wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet. Ja, wir machen unsere ersten Unboxing-Videos. Yay! Giftwood TV. Unboxen! Unboxen! Was man zum Unboxen unbedingt benötigt, ist natürlich kein Boxhandschuh, sondern ein Boxmesser. Ein Boxmesser. Und eine Brille für die Braun. Das ist das Erste, was wir unboxed haben. Haben das schon mal angeboxt und das brauchen wir. Und hier, wir haben hier ein tolles Paket erhalten, postalisch zugeschickt bekommen an unseren Schlafzeuger Mr. Hat Chippins. Und wir wollen mal schauen, was da drin ist. Ist ja nicht wie bei Armer Leid. Aber Doris Messer liegt von mir. Ja, immer vom Körper wegschneiden. Ja, von seinem, ja, freilich. Liebe Kinder, probiert das bitte nicht zu Hause ohne eure Eltern aus. Das Nervenkitzel muss auch dabei sein. Ah! Unboxen will gelernt sein. Ja, das ist gar nicht so einfach bei der Verpackung da. Du musst die Lasche rausziehen. Du musst mir erst die Nippel durch die Lasche ziehen. Ich glaube, das ist ja schon. Also in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Katze auf den Sack lassen. Das ist Wolfis super, erster Roman. Der hier angekommen ist. Das ist Lebenserinnerungen eines Schlafzeugers. Die ersten 50 Jahre. That's professional. Mach's nicht kaputt. Zu spät. Das war so eine schöne Packung. Jetzt hat es gut. Ja, das ist einfach mit einer Schnur nehmen. Also super. Also, ein wichtiges Ergebnis ist, die Packung muss kaputt sein hinterher. Jetzt kommt der das Moment. Das ist wie Weihnachten. Achtung, jetzt muss ich da mal hinzoomen. Ja. Oh. Wir hatten das bestellt. Das habe ich aber nicht bestellt, Leute. Das habe ich echt nicht bestellt. Was ist das? Jetzt sag doch mal. Das sind sie. Das sind original echte Giftwood Flyer. Und zwar, man sieht schon hier mit unserem original echten... Warte. Die sind echt schön geworden. Ich muss vorstellen, dass man auch was sieht davon überhaupt. Ja. Mit unserem original echten Album-Cover-Design. Wie man aus dem schön. Internet schon kennt. Und die sind tatsächlich... In unserer Homepage. Tatsächlich beidseitig bedruckt, wie man auch erkennt hier. Und auch richtig zu lesen. Unterschiedlich. Ja, wie geil. Und wofür diese Flyer stehen, also was die bewerben sollen, das ist ersichtlich anhand dieser schwarzen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge gelesen. Da gibt es hier auf dieser Seite, die ich gerade halte, die Info, 13.10.2018 Altdorf Brauhaus. Das ist eine Location in der kleinen Stadt Altdorf bei Nürnberg. Da spielen wir unser Album-Release-Konzert um 20 Uhr. Unten sind auch noch so Detailinfos, wo man Karten bekommen kann und so. Das ist immer ganz wichtig, Karten zu verkaufen. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel hier, genau, 29.09.2018. Das ist also vorher noch. Das ist noch vorher, ja, zwei Wochen oder was vorher, spielen wir in Burgtal in der Burg. Unser Jubiläum, 2000 Jahre Giftwood, da fehlen 2-0. Aber das macht nichts. 20 Jahre ist auch nicht schlecht. Wo ist der Unterschied? Um 19.30 Uhr. Auch hier die Vorverkauf-Infos unten drunter. Das Kleingedruckte ist hier ausnahmsweise mal nicht lästig und blöd und keine Fallstricke. Kleingedruckte ist wichtig. Also hier Flyer. Das hat funktioniert. Ungeboxt. Ei und frei. Also wir sehen sich, gell? Da hat allerdings unsere Designerin auch ein bisschen mitgeholfen, weil ich habe da ein neues Format gebraucht. Und ganz vielen Dank an die Christina. Die hat super schnell reagiert. Bombe. Danke.